Wir haben schon länger nicht mehr über das Projekt gesprochen und die Frage stellt sich halt, ist da noch Leben drin? Und du selbst hast auch den Pump von dem Schätzchen hier gesehen in den letzten Tagen und du überlegst da noch einzusteigen oder fragst dich, wann du aussteigen solltest. Und nicht zu vergessen müssen wir noch über den hier unten sprechen, denn da gibt es ein paar richtig interessante Zahlen, die ich mit euch gern teilen möchte. Mehr nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen in der Kryptofamilie. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, meine lieben Freunde, es gibt ja auf unserem Kanal hier so ein paar Projekte, die wir seit Anfang an begleiten, wie beispielsweise Electrop Protocol. Und es gibt auch so einige Projekte, die absolute Low-Cap-Granaten sind, die schon ein richtiges X hingelegt haben gerade und die ich wirklich frisch vorgestellt habe, wie beispielsweise Dimitra oder auch The Graph. Und heute möchte ich euch unbedingt mal ein paar kleinere Updates zu diesen drei Bombenprojekten geben, denn da ist viel passiert in den vergangenen Monaten, worüber wir gar nicht so richtig gesprochen haben. Und es wird definitiv mal Zeit, dass ich euch ein kleines Update dazu gebe, warum diese Projekte immer noch so Bombe sind und diese wirklich in keinem Portfolio fehlen sollten. Aber lass uns mal reinspringen und wir fangen ganz kurz mal mit Electra Protocol an. Um die Jungs wurde es wirklich sehr still in den vergangenen 4-5 Monaten. Woran liegt das? Naja, ganz einfach. Sie haben ihr Hauptziel für 2022 nicht geschafft, die Smart Contracts aufs Mainnet live zu bringen. Woran liegt das? Naja, zum einen, es arbeiten halt Ehrenamtliche an dem Projekt dran. Sprich Leute wie du und ich, die auch noch einen Hauptjob haben und die viel auch nicht bezahlt werden für, beziehungsweise nur sehr gering bezahlt werden. Das ist halt Ehrenamt und freiwillig. Und da hat man halt eventuell nicht diesen riesen Druck, jetzt dieses Ziel unbedingt zu schaffen. Aber ich kann euch eins versichern, für jeden unter euch, der in der Telegram-Gruppe ist, die Jungs haben ein super Marketing, sie arbeiten weiter an dem Projekt und sie haben auch verstanden, dass das Ziel für 2022 vielleicht zu ehrgeizig gesteckt war, um die Smart Contracts live zu bringen und haben sich jetzt als Fokus das für 2023 auf die Fahne geschrieben. Sehen wir auch ganz schön in der Roadmap, die Smart Contracts für das Wallet Panel sollen gelauncht werden, die Public Smart Contracts und vor allen Dingen auch die Validator Nodes. Natürlich auch ein wichtiger Meilenstein für so ein Proof of Stake Konsensmechanismus-System und gerade für den Coin ist das natürlich wichtig, dass hier auch die Validator Nodes an den Start kommen und dann auch der Coin gelockt wird. Natürlich ist Electra Protocol ein eigenes Netzwerk und ein eigenes Ökosystem. Das darf man hier nicht vergessen. Und jeder, der da was anderes erzählt, ich weiß, es gibt noch den einen oder anderen YouTuber draußen, der gesagt hat, das Ding läuft auf der Binance-Baukastensystem, ist Schwachsinn. Das ist ein eigenständiges Ökosystem. Das hier nochmal ganz kurz klargestellt. Ich persönlich glaube immer noch massiv an das Projekt, auch an das Team dahinter. Macht euch die Mühe und guckt mal in den Telegram-Kanal rein. Ich verlinke euch den Link unten in meiner Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal reinschruppen. Die Jungs machen wirklich eine gute Arbeit und es ist ein zukunftsträchtiges Projekt. Aber lasst uns mal weiterspringen zu The Graph. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? The Graph ist in meinem Portfolio auch eine relativ interessante Position und hat, seitdem ich in das Projekt investiert habe, ein gutes 2x. Wir waren hier zu den Spitzenzeiten bei etwas über 23 Cent, 22, 23 Cent, was wirklich interessant ist, denn dieses Projekt ist einer der Katalysatoren, einer der Motoren in unserem Crypto-Space, der dafür sorgt, dass ihr euch tagtäglich eure Informationen auf den Exchanges, auf den Börsen über Bewegungen, Preise, Volumen aktuell abholen könnt und das auch wirklich schnell. Ohne The Graph würde in unserem Blockchain-Space kaum was laufen. Und warum das so interessant ist und warum dieses Projekt definitiv weiterhin zukunftsträchtig ist, möchte ich euch auch noch zeigen. Wir haben hier ein paar veröffentlichte Zahlen von Messari. Link dazu findet ihr auch wieder unten. Das sind die Quartalszahlen fürs Q4 2022. Und die muss ich mit euch mal ganz kurz durchgehen, denn dann werdet ihr verstehen, warum das Ding definitiv im Portfolio nicht fehlen sollte. Die Aktivität der Subgraphen hat im Vergleich zum Q3 2022 um 25% zugenommen. Das seht ihr hier ganz schön. Das ist ja ein netter Zuwachs. Was ich aber viel interessanter finde, das Wachstum zum Vergleich des letzten Jahres hat um weit über 150% zugenommen. Und das spricht natürlich für eine weitere Nutzung dieses Protokolls, dieses Projektes, dieses Ökosystems auf der Blockchain. Denn tatsächlich ist das Thema Informationsbeschaffung durch The Graph deutlich einfacher, als wenn es durch Programmierer in dem Ökosystem, in dem eigenen Ökosystem auf der eigenen Blockchain selbst umgesetzt werden muss. Wenn ihr noch nicht verstanden habt, was The Graph macht, nicht schlimm, ist auch ein bisschen komplexer. Schaut auch gerne nochmal oben rechts in die Infobox rein. Da verlinke ich euch mein letztes Video zu The Graph. Es lohnt sich auch dort nochmal kurz reinzutauchen. Ist ein wirklich bombastisches Projekt, was ich jedem nur ans Herz legen kann. Das ist aber nur eine Seite der Medaille, warum dieses Projekt immer noch so interessant ist. Wenn wir mal ein bisschen weiter runter scrollen, sehen wir die Zahlen
zu den Einnahmen der Netzwerknutzung. Hier kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Um ein Coin bzw. ein Token in dem Fall interessant zu machen und den Preis langfristig stabil zu halten oder auch zu erhöhen, muss natürlich eine Nutzung für diesen Token her. Die Nutzung bei The Graph ist ganz klar. Das Ding ist einmal ein Wertespeicher, aber hauptsächlich ist es natürlich die Bezahlmethode bzw. die Bezahlgebühr für die Netzwerkgebühren. Und hier seht ihr, dass wir im Quartal 3 zu Quartal 4 66% an Einnahmen nur der Netzwerkgebühren erhöht haben. Und das ist natürlich eine Zahl, die ist bombastisch. Und was viel unvorstellbarer ist, ist der Jahresvergleich. Weit über 6000%. Meine lieben Freunde, das spricht alleine für diese Riesenanwendung auf diesem Projekt. Und ich kann nur lachen und nur strahlen, wenn ich diese Zahlen sehe. Denn das spiegelt natürlich auch wieder die gesamten Zahlen von dem Projekt wieder, je nachdem, wann man eingestiegen ist. Denn dieses knappe 2x, was wir hier momentan gesehen haben, ist natürlich auch absolut lächerlich. Hier sind noch Zahlen weitaus höher möglich und wir werden hier noch ganz, ganz andere Kurse bei The Graph sehen. Und ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch nochmal den Deep Dive dazu an und guckt euch nochmal an, was dieses Projekt im Detail macht. Denn ohne das Projekt, ich kann es nur nochmal wiederholen, läuft auf der Blockchain vieles nicht. Ja, wenn ich jetzt so begeistert von dem Projekt bin, fragt sich natürlich, wo sehe ich denn diesen Token? Ich habe das in meinem Video schon mal erwähnt, aber ich bin persönlich der Meinung, dass wir The Graph irgendwo in den nächsten Monaten bzw. in den nächsten zwei Jahren zwischen einem guten 16x bis zu einem guten 40x sehen. Was uns zu Kursen zwischen 2 Dollar und 81 Cent bis zu 7 Dollar und 3 Cent bringen wird. Denn nochmal, wir haben hier einen super Use Case. Wir haben eine Riesenanwendung von dem Projekt. Wir haben eine Nutzung des Netzwerkes. Und nochmal, The Graph, sprich der GRT-Token, wird für die Netzwerkgebühr gebraucht. Und ohne den funktioniert gar nichts auf dem gesamten Netzwerk. Aber mich würde natürlich mal interessieren, wie ihr das Projekt bewertet. Ich weiß, viele in unserer Community haben den Token auch bei sich im Portfolio. Aber was denkt ihr darüber? Haut mir gerne mal eure Kommentare dazu in die Kommentarsektion rein. Lasst uns dazu mal ein bisschen austauschen. Ja, und last but not least, wir schauen uns mal unser wirkliches Zugpferd im Portfolio gerade an, die Mitra, Conticker DMTR. Ja, was soll ich euch sagen? AI mit der Blockchain und das alles mit der Landwirtschaft verknüpft. Leute, ein Bombenprojekt. Wir haben das Projekt vor knapp 2 Monaten vorgestellt und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich der erste deutsche Krypto-YouTuber war, der dazu ein Video gemacht hat. Ich persönlich bin bei 1,8 Cent eingestiegen und habe aktuell ein gutes, knappes 4x in meinem Portfolio damit gemacht. Sprich, ich stehe ganz kurz davor, das Projekt auszucashen, restriktive mir erstmal mein Investment wieder auszuholen. Das mache ich generell immer so zwischen einem 4 bis einem 5x. Sprich, ab da schlafe ich dann absolut ruhig. Würde mich mal interessieren, wie ihr das bei euch macht. Aber was ist an dem Projekt so interessant? Wir haben zu Dimitra bereits vor kurzem schon mal gesprochen. Und das wirklich Witzige daran ist, wir haben aktuell einen neuen Artikel zu dem Projekt gefunden, das Agrarkultur mit der AI zusammen, also sprich smarte Agrarkultur, vernetzte Agrarkultur, zwischen 2023 bis 2028 ein Wachstumsmarkt von guten 4,7 Milliarden US-Dollar werden wird. Und warum? Naja, ganz einfach. Man weiß einfach, dass dies ein Riesenwachstumsmarkt ist und auch Landwirte zukünftig, um ihren Ertrag zu steigern und deutlich effektiver zu arbeiten, um neue Technologien wie Drohnendaten, Satellitendaten, eine Riesenwissensdatenbank gar nicht herumkommen. Und das, meine lieben Freunde, bietet genau Dimitra. Ihr wisst selber, dass ich jemand bin, der sein Portfolio sehr, sehr diversifiziert. Denn ich persönlich finde es ganz, ganz wichtig, dass ich mich nicht nur auf den DeFi-Bereich verlasse oder auf die Gaming-Sparte oder vielleicht das Datenmanagement. Nein, genau ein solches Projekt in einem Nischenmarkt kann dafür sorgen, dass wir hier wirklich ein riesengroßes Portfolio mit einem wirklich guten Gewinn rausholen können. Achtung, keine finanzielle Beratung, ich teile euch nur meine persönliche subjektive Meinung mit. Aber zu Dimitra, das muss man mal ganz, ganz kurz sagen. Das Projekt hat in den vergangenen Tagen ein wirklich interessantes Wachstum hingelegt. Das Potenzial bei Dimitra ist gar nicht zu ermessen. Ich habe das mal in meinem allerersten Video dazu auch gesagt. Kurse von aktuell 5, 6, vielleicht auch 7 Cent sind nett. Aber das spiegelt nicht mal ansatzweise das wider, was das Projekt reißen kann. Wir befinden uns gerade auf Rang 2697. Das Projekt hat trotzdem schon ein fast 4x hingelegt, sprich es ist super gewachsen. Ich persönlich sehe das Projekt aber weiter in der Top 100. Was uns irgendwo zu einem Kurs
um die $2.30 bringen kann. Kurzfristig, sprich Ende diesen Jahres 2023, sehe ich bei Demetra aber eher die 40 bis 50 US-Dollar-Cent. Und auch das ist mehr als realistisch, denn es ist gar nicht so weit entfernt. Es ist gerade mal ein 10x von jetzt aus. Und ich glaube, dass das Projekt definitiv das Zeug hat, das zu machen. Denn es gibt erstmal keinen Wettbewerb dazu. Und sie sind tatsächlich auch schon etwas länger am Netz. Ihr könnt auf der Website selber mal gucken. Man kann sich die App auch runterladen, man kann sich da anmelden. Und es ist definitiv ein Zukunftsprojekt. Ja, meine lieben Freunde, heute mal ein bisschen anderes Video. Ich denke, ihr habt gemerkt, dass gerade solche Unternehmenszahlen für The Graph von Messari unglaublich wichtig sind, auch mal zu verstehen, wohin denn die Reise gehen kann und warum auch so ein Projekt wächst, beziehungsweise warum das Wachstum noch viel weiter gehen wird. Und auch das Thema mit Demetra, mit den Zukunftsprognosen, wie viel Potenzial in dem Thema smarte Landwirtschaft steckt, ist, glaube ich, auch mal ganz, ganz wichtig. Denn eins ist klar, wir sind ja hier, um Geld zu verdienen. Wir wollen unser Portfolio vergrößern, wir wollen einen Nährwert haben, wir wollen uns Träume erfüllen, wir wollen finanziell frei werden. Und da ist es ganz, ganz essentiell, auch zu verstehen, warum man in einem Projekt drin ist und wie das auch zukünftig ablaufen kann. Schön, dass ihr wieder so lange an meinem Video dran geblieben seid. Ich meine, ihr kennt das Spielchen ja bereits. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr lustig seid. Und haut mir auch gerne was in die Kommentar-Section rein und lasst uns ein bisschen austauschen, denn ich liebe es, mich mit euch ein bisschen zu unterhalten, weil irgendwie sonst haben wir ja keinen. Im Freundeskreis hat keiner Bock auf die Blockchain, für die ist das eh alles Scam. Und in der Familie mag sich auch keiner drüber unterhalten, weil die meisten verstehen es gar nicht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Ich genieße hier die 27 Grad in North Carolina, denn der Planet brennt. Gehe noch gleich eine Runde Rasen mähen und freue mich auf euch in meinem nächsten Video. Danke euch. Ciao, ciao.